Merkmale narzisstischen Missbrauchs. Bist du betroffen? Sobald der Beziehungspartner eines Narzissten sich selbst in seinem Wesen und seiner Art nicht mehr erkennt, sobald er förmlich ein anderer Mensch als vor der Beziehung zu sein scheint, ab diesem Moment kann man von narzisstischem Missbrauch sprechen. Narzissten handeln nicht nur emotional missbräuchlich, sondern sie sind auch extrem neidisch und eifersüchtig. Da sie ihren Selbstwert nicht alleine regulieren können und dafür immer Dritte benötigen, spricht man bei deren Partnern von Zufuhrquellen für deren Bedürfnisbefriedigung. Daher kann eine Beziehung mit einem Narzissten niemals eine Liebesbeziehung sein, denn sie dient lediglich seinem ganz konkreten Interessen. Narzissten sind nie zufrieden mit dem, was sie haben. Dies gilt in materieller als auch in psychischer Hinsicht. Und hier haben sie zugegebenermaßen die größten Defizite. Sie hassen es, Menschen glücklich und zufrieden zu sehen. Und selbst der eigene Partner wird so lange erniedrigt und emotional missbraucht, bis dieser alles andere als glücklich ist. Man muss sich nur diese Foren ansehen, Communities, was Betroffene in dieser Beziehung zu sagen haben. So schwächen sie die positiven Charaktereigenschaften ihrer Beziehungspartner und arbeiten gleichzeitig daran, die Defizite am Partner hervorzubringen. Dank ihrer perfiden psychologischen Manipulationstechniken ist dies ein lang angelegter Prozess und viele ihrer Opfer merken daher gar nicht sofort, wie der Narzisst deren Schwächen peu à peu ausnutzt. Leider ganz besonders People-Pleaser, also Menschen, die nicht Nein sagen können, werden von toxischen Menschen nicht nur emotional, sondern auch materiell ausgenutzt. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Der hauptsächliche Angriffspunkt ist immer das Selbstwertgefühl des Partners. Wenn ein Narzisst es schafft, dies zu destabilisieren, dann ist sein Beziehungspartner sehr leicht zu kontrollieren und zu manipulieren. Betroffene sind dann irgendwann an dem Punkt angelangt, wo sie sich ja gar nichts mehr alleine zutrauen und selbst bei Kleinigkeiten ihren narzisstischen Beziehungspartner um Rat oder gar Erlaubnis bitten. Denkst du, das wäre richtig so? Meinst du, ich sollte das so machen? Sag du mir doch, was ich machen soll. Dann stellen sie auch ihre Meinung, Vorlieben, Hobbys und Bedürfnisse zurück. Alles, um dem Narzissten zu gefallen. Selbst eigene Werte und Überzeugungen werden dann für den toxischen Menschen verleugnet. Der Missbrauch ist in vollem Gange, wenn man quasi sein eigenes Leben, seine Selbstsicherheit und seinen Selbstwert für einen anderen aufgibt. Während ein Narzisst nur nimmt, Haus, Geld und die Lebensfreude des Partners gleichermaßen, wird der Beziehungspartner in so eine enorme emotionale Abhängigkeit gebracht, dass er dem Narzissten alles freiwillig gibt. Denn mit der Selbstachtung verlieren Betroffene auch ihren eigenen Willen. Und sollten sie sich dagegen wehren, weiß ein Narzisst dies emotional zu bestrafen. Betroffene sind dann bereit, nahezu alles zu tun, nur dass der Narzisst zufrieden und bei Laune ist. Denn im anderen Fall wird der narzisstische Partner den anderen noch mehr erniedrigen und abwerten und sich somit minderwertig fühlen lassen. Das Abwerten und Erniedrigen hat für den Narzissten nicht nur einen bestrafenden Charakter seinem Partner gegenüber, er wertet sich damit auch selbst auf. Denn diese Menschen sind wirklich neidisch auf das Glück und die Lebensfreude ihrer Partner und anderer Menschen.
Empathische Menschen als Hauptzufuhrquelle eines Narzissten haben in der Regel ein großes Harmoniebedürfnis. Gerne geben sie dafür auch in Streitgesprächen klein bei, nur um Ruhe in der Beziehung zu haben. Narzissten sind das genaue Gegenteil. Sie suchen den Streit und versuchen davon zu profitieren, wenn der harmoniebedürftige Partner nachgibt und sie dann bekommen am Ende, was sie wollen. Sie schaffen es, dass ihre Partner sich nur dann gut fühlen, wenn der Narzisst nicht mit ihnen schimpft und er sich wohlfühlt. Vor Angst, etwas Falsches zu sagen, ihr kennt das, laufen wie auf Eierschalen. Also vor der Angst, etwas Falsches zu sagen, vor Angst, der Narzisst könnte einen Wutanfall bekommen, sagen sie bald gar nichts mehr gegen den Narzissten und seine unverschämten Forderungen. Mit der Destabilisierung des Selbstwertgefühls, du kannst nichts, du bist nichts und du hast nichts, erreicht der Narzisst nicht nur die Selbstaufgabe seines Partners, sondern auch, dass dieser sich schließlich gar nichts mehr zutraut. Meist werden hierfür folgende Manipulationsmethoden vom Narzissten angewandt, über die wir aber schon bereits im Einzelnen in anderen Videos gesprochen haben. Lovebombing, Gaslighting, Täter-Opfer-Umkehr, Schuldumkehr, Opfer- oder Heldenrolle, je nachdem, was der Narzisst gerade braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen oder für sein Ziel, um sein Ziel zu erreichen. Neben der Erniedrigung kommt es zur Abwertung, oft in Form sarkastischer Witze. Und das ist jetzt wichtig, das geschieht nicht nur zufällig. Ja, man kann ja sagen, das habe ich auch schon gehört, das ist ja nichts Besonderes. Es geschieht aber nicht nur zufällig. Das hat Methode bei einem Narzissten. Das passiert immer und immer wieder. Hat der Narzisst erst einmal erkannt, was seinen Partner verletzt oder was ihm wehtut, zum Beispiel Witze übers Alter oder Figur, dann wird er diese verletzenden Witze immer wieder bringen. Sagt man hierauf nichts, wird er sagen, war doch nur Spaß. Du verstehst einfach keinen Spaß, wenn ich dein Gesicht schon wieder sehe. Und hier sollte man ihn jedoch stellen und sagen, ich habe dir immer wieder gesagt, wie sehr mich deine Sprüche verletzen. Du weißt es also, und du tust es dennoch, immer wieder. Warum? Was fühlst du dabei, wenn ich deshalb traurig bin? Narzissten haben oft extreme Stimmungsschwankungen und der Partner weiß nicht warum. Durch das permanente Einreden jeglicher Schuld glaubt der Partner, er habe Schuld daran, dass es dem Narzissten schlecht geht und er immer wieder so handelt. Und so kriecht er dem Narzissten permanent in den, ihr wisst schon, was kann ich anders, was kann ich besser machen, dass es dem anderen besser geht? Was liegt's an mir? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, dass er sauer ist oder sie? Und irgendwann glaubt man wirklich selbst, ein schlechter Partner für den Narzissten zu sein, weil man es ihm scheinbar nicht recht machen kann. Ich habe doch schon alles gemacht. Was soll ich denn noch tun? Doch aufgepasst, niemand kann es jemals einem Narzissten recht machen. Ein weiteres Merkmal narzisstischen Missbrauchs ist die Isolation. Ein Narzisst will seinen Partner für sich alleine haben. Niemand soll in seine manipulativen Grausamkeiten hineinreden. Wo kommt man da hin, wenn deine Freundin sagt, du, der tut dir nicht gut, der ist schlecht für dich? Nein, nein, sowas kann ein Narzisst nicht gebrauchen. Niemand soll dem Partner raten, sich vom Narzissten vielleicht sogar zu trennen. Einsamkeit. Im Coaching höre ich immer wieder, dass Partner von Narzissten sich in dessen Nähe einsamer fühlen, als wenn sie tatsächlich alleine zu Hause sind. Von
extremer Kälte wird oft gesprochen, von ja, gewünschter Nähe, aber nur dann, wenn der Narzisst es will. Weitere Merkmale des narzisstischen Missbrauchs können gesundheitliche Probleme sein: Magen, Darm, Hauterkrankungen, Haarausfall, Kreislauf- und Herzprobleme, Asthma, dauernde Muskelprobleme, Infektionen, Antriebslosigkeit, Dauermüdigkeit, Schlafstörungen. Habe ich selbst erlebt und auch im Coaching höre ich, da werden die Leute nachts um 3 wachen, können nicht mehr einschlafen, über Wochen, Monate hinweg. Du weißt nicht wieso. Also Schlafstörungen. Und schlussendlich kann man sagen, falls man sich nicht sicher jetzt über den Fall von Missbrauch in seiner Beziehung ist, dann sollte man sich einfach fragen, wie das Leben vor der Beziehung war. Warst du schon immer so ängstlich, hast dir nie selbst was zugetraut oder warst du früher doch selbstsicherer? Hast deine Hobbys gepflegt, die du jetzt gar nicht mehr, denen du gar nicht mehr nachgehst, weil du denkst, dein Partner mag das nicht, also mag ich das jetzt auch nicht mehr. Hat man irgendwie wirklich das Gefühl, trauriger geworden zu sein, keine Lebenslust mehr zu haben? Hat man das Gefühl, ja, so ein anderer Mensch geworden zu sein? Hat man in der Beziehung oder in der Umgebung dieses Menschen ein permanent schlechtes Bauchgefühl? Sind physische und psychische Probleme aufgetreten? Treffen mehrere der oben genannten Merkmale zu, dann wäre es vielleicht besser, sich von dieser Person, eventuell auch nach eingehender Beratung mit einem Therapeuten, zu trennen. Denke immer daran, unsere Lebenszeit ist begrenzt und wenn du diese Schmerzen hast und immer noch nicht sicher bist, dann frage dich einfach, will ich das für den Rest meines Lebens alles so weiterhaben? Ich denke, das ist eine ganz gute Grundlage. Das ist eine Frage, davor kann man nicht flüchten. Wenn du dir diese Frage stellst, will ich das für immer so weiterhaben? Und das ist auch eine Frage, die nur du dir beantworten kannst. Und ich denke, oftmals wird die Antwort dann Nein heißen. Und dann muss man halt auch die Konsequenz ziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.